Textpad. Ah, bei dem Textpad muss man nicht immer sagen, man muss speichern, sondern es passiert eine automatische Versionierung. Ja, jede Keystroke, jede Tastenlinks, was geändert wird, wird automatisch gespeichert. Ich kann das ja mal ein bisschen sichtbar machen, indem ich mal kurz in diesen Timeslider gehe. So, da. Da oben, die blaue Schiene ist sozusagen unser Zeitverlauf. Und na, jetzt geht es ein bisschen raus. So. Da rechts oben sieht man, dass hier noch ein paar Sternchen sind. Ich habe also gestern Nacht, als ich noch geändert habe, immer wieder mal gespeichert, explizit eine Version, und die wird dadurch sichtbar. Wir haben jetzt die Version 6815, weil entsprechend viele Änderungen da gemacht wurden. Und man kann mit diesem Sternchen vor und zurück dort hineinspringen. Ich kann also auch direkt hineinspringen und dann Sternchen links, Sternchen rechts abrufen. Und ich kann auf diese einzelnen Sachen, die ich da anspringe, auch direkt verlinken, wenn ich das will. Da kriege ich einen Link und kann das Ganze als PDF raushauen. Und wie immer, wenn man das mal gesehen hat und ein Textpad noch nicht gesehen hat, ist es natürlich interessant, dass man mit dem Timeslider mal ganz an den Anfang geht. Und dann sieht man, dass da noch nicht viel war. Na, nun, aha. So sah das Ganze am Anfang an. Da steht dir generelle Hinweis noch da, und ich habe einfach nur den Titel reingehauen. Da gibt es gleich noch eine Frage, ja, ich sehe es. Und dann kann man hier so reinsliden und sehen, wie sich das so langsam verändert. Natürlich muss man jetzt hoch und runter scrollen, um die Änderungen noch zu sehen, aber ab und zu sieht man da ein bisschen was. Genau. Ja, wird automatisch gespeichert, wird auch vorgehalten für ein halbes Jahr für die Textpads, die man macht, überhaupt. Ohne Login, aber mit Login geht es auch länger, und ich habe gerade geschaut, 738 Tage ist mein ältestes Pad alt, und das ist noch da. Und das Ganze ist hier gespeichert in Österreich, denn das Projekt ist von drei Leuten da, und einer davon ist der Mika Grimmel, Grimmel Mika, also grimmel.org. Eine Live-Distribution mit vielen guten Sachen für Netzwerktechniker, aber nicht nur eben. Und das Ganze basiert natürlich auf Knoppix. Damals angefangen, KDE Akademie Ludwigsburg 2004. Genau. So, jetzt gehe ich mal wieder zurück. Da war eine Frage, genau, stimmt. Die Überschriften sind vom Ort wieder in Markdown geschrieben, ne? Ja, die Überschriften habe ich geschrieben, als wäre es Markdown. Es soll auch so ungefähr Markdown sein. Ach, Feature. Wäre du nicht die Möglichkeit, dass das dann auch, wenn man zum Beispiel PDF erstellen lässt, dass dann hübsch formatiert wird? Genau. Das ist nämlich auch der Sinn der ganzen Geschichte. Was uns noch, also Markdown soll es sein. Markdown soll im Hintergrund auch mal verwendet werden und umgesetzt werden in PDF und so weiter. Das ist noch nicht der Fall. Aber da das ja freie Software ist, ist jeder dazu aufgefordert, da mitzumachen. Also auf GitHub liegt das Ganze, den Link kann ich gleich mal rausholen. Also ist jetzt so der übliche, der Hinweis, so bitte helft halt mit. Dahinter steckt noch ein Schritt mehr. Also ja, man sollte das in Markdown machen, und das wäre schön, wenn die ganze Engine dahinter schon so weit ist, dass man einfach sagt, ich möchte das als Markdown betrachten und das dann raushauen. Ich schweife mal kurz ab, mal wieder. Ich muss aufpassen, dass es nicht zu lang wird. Und zwar der Hinweis auf leanpub.com. Also wenn jeder mal einen Text schreiben will, der ein bisschen länger ist und strukturiert ist, so wie ein Buch, dann kann da auch ein Buch bei rauskommen. Und dann kommen wir zu den Publishern hier. Lean Publishing, also schmal, schlankes Publishing, ist eine Firma, glaube ich, bei Vancouver, Kanada, und deren Motto ist Publish Early, Publish Often. Also so wie bei Source Code, ja, man soll das öfter eben raushauen, damit die anderen das auch sehen, dass es Änderungen gibt, und auch oft. Und hier kann man ein Buch erstellen, für andere mit zum Zuschauen eigentlich. Also das Buch ist nicht erst fertig und wird dann gepublished, das kennen wir schon,
sondern während man es schreibt, können die anderen zuschauen. Und mein Beispiel natürlich ist, genau von dem ich das auch habe, PDF-Kung-Fu. Das ist das Buch von Kurt Pfeifle, der Mann, der schuld ist, dass ich überhaupt nach Österreich gekommen bin, vor einiger Zeit, 2001. Genau, hier kann man zuschauen, wie sich das Buch entwickelt. Da unten steht, this book is 23% complete. Kurt schreibt immer wieder daran und dann gibt es mehr Kapitel und mehr Beispiele und dann füllt sich das also weiter an. Und was ich sehr interessant finde, ist nicht nur, also was da rauskommt, sondern auch wie das Konzept dahinter ist. Fangen wir ganz kurz an. Während man schreibt, wird immer bei jedem neuen Check-in, bei jeder Version werden drei Files generiert. Das eine ist ein PDF, das ist schön. Genau. Und dann gibt es EPUB und Mobi. Das sind so die beiden größeren Standardformate für E-Books. Und das Kaufkonzept war, glaube ich, hoffentlich kriege ich es richtig zusammen, so, wer es kauft, erst einmal hat ein lebenslanges Runterladrecht für die Updates. Also wenn sich das Buch ändert, verbessert, errata und so weiter, kann man sich die neueste Version wieder runterladen. Denn man hat es ja schon gekauft. Das finde ich schon mal sehr interessant. Dann der ganze Laden basiert auf viele Open-Source-Tools. Darauf setzen sie und sie geben auch was weiter. Das finde ich ganz prima. Also für einen, wenn der Preis über $2 ist, dann geht, glaube ich, 50 Cent für die Projekte weg und 10% für die Leute, die das machen. Und der Rest ist eigentlich rein Gewinn für die Autoren. Also wenn ihr was ganz Spezielles schreibt und das kostet $20, dann könnt ihr mit 10% Dingens, naja, 15, $17 nach Hause gehen. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied zum aktuellen Buchmarkt. Aber ja, das Buch von Kurt ist noch erhältlich, glaube ich, für kostenlos. Genau, da steht es. Das Minimum, was man bezahlen sollte, ist free. Wer jetzt noch runterlädt, hat es für lau bekommen. Aber nicht nur deswegen mache ich diesen Hinweis, sondern ich hoffe natürlich, dass wir als Open Source Community da was beitragen können. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Errata seht, Fehler seht und so weiter, dann möchte ich euch natürlich bitten, das dem Kurt zu melden, damit das alles schön besser wird. Ja. Und der Zusammenhang mit dem Titanpad eben war dieser. Es wäre jetzt an der Stelle schön, wenn Markdown soweit unterstützt ist, dass wir alles in Markdown schreiben können. Dann ist das alles reiner Text und easy und das Ganze, was rausfällt, ist wie gesagt PDF, EPUB und Mobi. Ist doch schick, oder? Ja. Und ich denke gerade an, apropos Knoppix, wer war das gestern, der das da schon erstellt hat? Ist der da? Nein? Ah, wir haben ja, und damit wieder zurück zum Textpad. Hier unten, wo ist da? Knoppix Buch, da, Papyrus Editor. Da ist der Link noch einmal. Schauen wir uns den noch mal kurz an. Da hat jemand das erstellt. Ja. Wer war das von euch nochmal? Ist sogar nicht da? Der Criso? 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 So, ja, also Bücher im Entstehen zum Anschauen, yay. Schaut es an und gebt Feedback. Ja, zurück zum Textpad. Ich hoffe, genau, also das eine ist das 59er. Oh, da muss ich nochmal reconnecten. Genau. Achso, und die Frage natürlich an den Klaus. Fliegen wir heute noch Drohne? Wenn das Wetter noch ein bisschen besser wird, können wir das gerne noch machen. Ja, nach dem Mittagessen vielleicht. Das klingt so nach einem Jahr. Ja. Also ich würde schon gerne sehen, ob sie noch geht. Sonst habe ich sie ganz umsonst okay. Also meine Herren, heute schneller essen. Noch schneller essen, genau. Achso, und wenn Sie damit... noch gar nicht gezeigt. Also wer hat an diesem Pad mitgemacht? Das steht dann nachher auch mit dabei. Das wäre ganz schön, wenn ihr euch noch da einen Namen gebt. Also rechts oben hineinklicken bitte und einen Namen hineinschreiben. Das muss nicht euer richtiger Name sein. Nickname reicht. Aber es wäre ganz schön, dass man das so ungefähr sieht.
Und natürlich benutzt hier unten das die Möglichkeit, oder unten, rechts unten ist Chat. Wenn ihr irgendwas, eine Frage habt, so direkt irgendwie mal ein bisschen broadcasten, während das Ganze hier läuft, das könnt ihr da reinschreiben. Das ist auch ein bisschen zur Koordination untereinander. Was macht man gerade im Pad? Wo ändert sich was? Oder wer macht das? Oder guckt einer gerade, wenn einer sagt, ich guck mal schnell nach für den Link oder so. Ja? Upgrade, upgrade. Ja, genau. Gut. Ja, dann wechseln wir mal zum Titan Pad 60. Oh, nochmal reconnecten. Ja, die Reconnect-Geschichte, das ist leider Feature so ein bisschen dabei. Das passiert immer ab und zu. Ach so, das sind zweimal selber. Deswegen. So. Dann nehme ich das mal hier in die Sidebar weg. Genau. Ich merke nachher später immer wieder, ich brauche eigentlich so eine Art Teilnehmerliste. Also es wäre schön, wenn ihr euch mit hineinschreibt in die Teilnehmerliste, auch wenn ihr da noch nicht einen Key zum anzugeben habt. Das kommt aber im Laufe der Zeit heute, dass wir das eh machen, noch ein Key erstellen. Ja, also es wäre prima, wenn ihr euch da hineinschreibt. Genau, ansonsten generell gilt, ich möchte euch bitten, immer Fragen hineinzuschreiben. Das ist der Hinweis dafür. Erst einmal irgendwo reinschreiben, wo es halt gerade passt. Von mir ist es ganz oben. Ja, dort sehe ich es natürlich am schnellsten, wie jeder. Die Fragen ansonsten hatten wir schon ein paar aufgeschrieben, sind ein bisschen weiter unten. Ich hatte dann erstmal die Info zum Login dahingeschrieben. Das kommt noch. Ah, super. Bla 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 bla. Und hier steht das mit den Fragen, da was hineinschreiben. Da stehen schon ein paar drin und ich hoffe, ich habe schon ein bisschen was beantwortet. Da ist der eine Hinweis, die Anfrage, das war von dir, glaube ich. Ne? Die Automatisierung. Ja, mal schauen, das ist so ein Einzeiler. Also, natürlich wird es natürlich noch ein bisschen nachher mehr. Müssen wir uns nochmal anschauen. Wie immer kommt eigentlich die Frage, wenn wir Schlüsselung nachher verwenden, so ungefähr, wie fördert man die ganze Geschichte? Das möchte ich jetzt mal ganz kurz vorwegnehmen, weil es E-Text ist, der steht schon da und ich kann das halt relativ schnell auch sowieso sagen. Generelles Problem ist natürlich, wir können nicht an jemanden verschlüsseln, der uns keinen Schlüssel anbietet. Ja? Und wenn wir es einfach nur mit irgendeinem Schlüssel verschlüsseln, dann kann es keiner lesen. Und wenn es jeder lesen doch könnte, na, dann bräuchten wir es auch nicht verschlüsseln, weil jeder aufmachen kann. Also wie bringen wir Leute dazu, überhaupt zu verschlüsseln? Krypto-Partys ist der eine Weg, aber das findet meistens schon die Leute, die eh interessiert sind, die kommen zu solcher Veranstaltung dann hin und stellen auch Fragen. Und ja, hier möchte ich doch erwähnen, dass ein Freund in Dresden da einen Weg hat, den ich sehr gut finde. Der Mensch heißt Joachim Charlotte. Er ist seines Zeichens Professor für Linguistik und auch dort im Umfeld tätig für Datenspuren. Das ist deren Veranstaltung dann im Oktober. Und er sendet seine E-Mails aus mit folgender Signatur. Und da steht drin, verschlüsselte E-Mails werden prioritär beantwortet. Das ist doch schon mal ein Anreiz. Also, wenn man es verschlüsselt, kommt tatsächlich innerhalb von 24 Stunden eine Antwort. Zit. Alles andere bleibt erstmal liegen. Aber das ist schon mal eine Ansage. Letztendlich in dem Umfeld Universität gibt es Forschungsergebnisse, es gibt Klausurergebnisse, alle müssen irgendwie mal verschlüsselt werden. Denn sonst gibt es immer ein Problem, wenn das jemand abschnorcheln würde. Auch natürlich ein Hinweis, aber der ist natürlich so ein bisschen sehr mit Zwang dahinter. Gesetze, Vorschriften, das muss eingehalten werden. Es ist ja auch sinnvoll. Aber ich denke mal, wenn man so einen netten Anreiz wie diesen eben gibt, dann ist das schon mal ein Schritt. Des Weiteren, wenn man einen Schlüssel verwendet, kann man digitale Signaturen machen. Man kann die Nachricht, die man rausschickt, sozusagen ja unterschreiben und das ist nachprüfbar. Ja, also wenn man den Menschen noch nicht kennt, welchen Wahrheitsgehalt hat dieser Spam erst einmal? Ja, da steckt eine Signatur dabei. Man kann das nachprüfen, ob das in sich konsistent ist. Das ist ja schon mal ein großes Feature.
Und wie ich das gerne verkaufe, die Verschlüsselungssache ist folgendermaßen. Was man verschlüsselt, bevor es möglichst den Rechner verlässt, ist nur aufmachbar für denjenigen, der den privaten Schlüssel dazu hat. Die Daten kann man also rausgeben und wir gehen davon aus, dass niemand was damit anfangen kann, nicht aufmachen kann, wenn er den privaten Schlüssel nicht hat. Spruch dazu, if you can't open it, it's not for you. Wenn du es nicht aufmachen kannst, ist es nicht für dich gedacht. Ja? Hat soweit auch den Hit, dass man diese ganzen verschlüsselten Daten rausgeben kann. Sie sind ja sicher, weil sie verschlüsselt sind. Und wenn wir an das ganze Cloud Computing jetzt denken, ich kann nur empfehlen, dass man Daten eben verschlüsselt, bevor sie den Rechner verlassen. Aber wenn sie dann eben da draußen sind, in der Cloud und verschlüsselt, ja, dann haben wir da dann Backup und ist insofern sicher, dass er nicht aufmachbar ist. Wir können also wieder auf Cloud Computing zurückgreifen, wenn wir erst verschlüsseln und dann die Daten raussenden. Jetzt brauchen wir das Ganze nur noch für unsere Handys, dass die Daten erst verschlüsselt werden, bevor sie in die Cloud gehen. Gut. Anderes Thema, ich hoffe, jemand wird das darüber noch vortragen. Open Cloud, Own Cloud, was auch immer Cloud, bevor es geklaut ist, verschlüsselt. Na? Und der Hit ist natürlich dann wieder Redundanz. Wenn wir die ganzen Sachen rausschicken, die Daten sind vielleicht mal nicht groß, ja, wir können sie an unsere Freunde schicken und sagen, kannst du das noch ein bisschen in der Mailbox behalten oder abspeichern für mich, danke sehr. Und wenn der eigene Rechner abranzt, dann können wir mal noch eine Mail rausschicken. So, liebe Freunde, ich habe euch da mal was geschickt, kannst du das nochmal bitte zurückschicken. Natürlich sollte man auf seinen Schlüssel achten. Den sollte man nicht verlieren. Wie ihr das abspeichert und redundant macht, überlasse ich euch. Es gibt natürlich auch einige Ideen dazu. Aber im Wesentlichen speichert euren Schlüssel irgendwo sicher ab. Im Zweifelsfall ausdrucken und dann müsst ihr das alles mal wieder eintippen. Das ist richtig viel Arbeit, aber es ist vielleicht noch sicherer, als wenn es nur irgendwo rumliegt und gebrauchbar wäre. An der Stelle kommt immer die Frage so ungefähr, ist dann der Key, wenn er irgendwo rumliegt, gleich benutzbar? Nein, er wird abgespeichert, verschlüsselt mit der Passphrase, die ihr euch gewählt habt. Wenn ihr die natürlich auch versemmelt habt, dann ist ärgerlich. Also, wie leicht macht man den Zugang zu dem eigenen Schlüssel? Da gibt es immer so die Spanne zwischen, es ist einfach und erratbar oder schwierig und man kommt selber nicht mehr ran. Ja, das müsst ihr selber wählen. Gut, das waren so allgemeine Hinweise zu der ganzen Geschichte. Von der Idee her haben wir den Workshop so, dass ihr euch einloggen könnt auf der Serviette, das ist der Server, der Christoph macht den, und dass ihr euch dort einloggt und dort, das ist der Christoph, genau. Und ihr, wenn ich eingeloggt habe, dann macht ihr euch einen Schlüssel mit GPG, dann machen wir das mal ganz so auf die Schnelle, dann tauschen wir die Schlüssel untereinander und dann können wir anfangen mit Mutt gegenseitig mal was zuzumailen. So, und auf dem Weg dorthin gibt es bestimmt Fragen. Wie gesagt, immer wieder in das Textpad eintragen und dann schaue ich zwischendurch mal rein, wenn wir Pause machen und dann wissen wir, in welche Richtung das geht. Und wie immer, eure Fragen bestimmen die Richtung. Ja? Wenn ihr hier was mitnehmen wollt, dann am besten Antworten zu euren Fragen. Und deswegen will ich die haben. Okay? So, dann gehen wir es an. Dann schauen wir mal, was der Server macht. Und hallo, sidebar hin, sidebar her, mag mich gerade nicht. Das ist ja schade. Das ist ja ganz schade. Reconnection. Naja, reestablishing the connection und das dauert und solange das damit busy ist, mag es hier das nicht. Aber ich brauche noch einen Benutzernamen. Genau. Haben wir das so eingetragen? Ah ja, genau. Also gestern lief die Liste einmal rum, welchen Benutzernamen möchtet ihr gerne haben für den Login. Die Liste ist hier auch mit angegeben. Ja, und da müsstet ihr einfach nur noch den
angefragten Dingens mit eintragen. Der Stefan, ich wahrscheinlich auch. Ah, der Stefan ist aus Graz. Ich glaube, der hört einfach nur gerade zu. Ach nein, da bist du ja da. Bist du ja da. Genau, genau. Sagst du, Moment, Déjà-vu, habe ich doch gerade gesehen. Ja, es ist ziemlich früh am Morgen. Ich habe als Schüler schon immer dafür plädiert, das so zu machen wie in England. Nicht vor 9 Uhr die Schule beginnen. Es hat sich noch nicht durchgesetzt, aber ich hoffe doch, dass das irgendwann mal bei kommt. Es war eh nicht vor 9 Uhr. Ja, noch einmal? Es war ja heute nicht vor 9 Uhr. Das habe ich jetzt leider nicht gehört. Bist du morgens oder abends? Denk nicht drüber nach. Genau. Cool, dann schauen wir mal, ist die Serviette da? Hat sie überhaupt genau auch diese Adresse? Schauen wir mal. Schon geschaut, ja. So, da ist das. Mal ein bisschen größer machen. Ach so, ja, ich empfehle übrigens, wenn ihr Dynamics verwendet, es ist ein ganz komischer Grund, aber ich habe das GNOME-Terminal ausgewählt. Ja, starten über Alt-F2. Ist das überhaupt da? Alt-F2, hallo, kommt nichts mehr. Ist ja lustig. Ja, jedenfalls ist GNOME-Terminal gestartet, weil das nämlich versteht, Fontänderungen mit Ctrl-Plus und Ctrl-Minus. Ja, das ist die Sache, die es sehr bequem macht und das fehlt vielen anderen Terminals. Ich glaube, ich habe schon 10-mal gesagt, ich möchte gerne Projekt machen, das allen Terminals dieses Ctrl Plus und Ctrl Minus gibt, weil in einem Vortrag einfach jedes Mal für eine Änderung in ein Menü zu gehen und Untermenü und Tab und Ändern und Plus und Dings ist einfach fürchterlich umständlich und zeitraubend. So, dann schauen wir mal, dass wir hier sehen, ja, dieser Rechner antwortet. Und im Prinzip natürlich kann ich jetzt sagen, ich möchte mich verbinden per SSH auf diese Adresse. Und da kommen jetzt schon die ersten Fragen. Also muss ich das erklären mit dem SSH? Wer benutzt SSH? Mal bitte Finger hoch. Und einmal die, was? Und einmal Gegenteil, nochmal, noch nicht. Aha, 1, 2, gut, 3. Nutzt jemand Telnet? Achso, zum Debuggen, ja, ob der Port offen ist. Genau. Okay, ja. Telnet ist immer noch das Standard-Tool, man sollte es nicht wegschmeißen. Das ist mal natürlich zum Verbinden auf einen Port. Für die, die NC nicht kennen. Für die, die NC nicht kennen, sehr richtig. Genau. Könnte das bitte noch jemand dazu schreiben auf die Liste dieser Dinge? NC ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser zum... Für alles Mögliche, das sollte man mal gesehen haben, dafür sollte es auch mal so 1-2 Stunden geben. Ja, an dieser Stelle habe ich da mal was vorbereitet. Da habe ich eine Datei, da steht viel DIN und da weiß ich, da gibt es das Wort Stichwort Telnet und da gibt es so Dinge. Und wer es noch nicht kennt, ASCIIMation, C-O-N-Z, da gibt es das Star Wars Movie per Telnet. Und da gibt es noch ein paar andere lustige Sachen und ich nehme jetzt einfach mal die Nyan Cat mit dem Telnet einfach mal heraus. Ups. So. Mal sehen, ob das noch funktioniert, weil ich probiert. Genau, das ist Telnet. Also das, was ankommt, ist eben diese Katze da in bunt, die so einen, der durch die Gegend fliegt und ja. Ja, was man so alles per Telnet erreichen kann. Es gibt auch so einige Services, wie so ein Bulletin Board Service. Und da kann man sich einloggen. Und wenn man gerade keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, da gibt es Taschenrechner und das andere Tool und dieses und jenes. Das ist ein echter Lifesaver. Also Telnet bitte nicht deinstallieren. Die Firmen... das mag sich gar nicht mehr stoppen lassen. Na gut. Rufen das nochmal auf. Die Latenz des Terminals, die jetzt gigabyteweise Daten zwischengepuffert hat. Kann natürlich sein, ja. Also die Adresse ist nyancat, nyancat.daku.us. Ja. Genau, und man kann NetHack spielen. Das finde ich eigentlich auch eine sehr sinnvolle Sache, mit Schülern mal zu machen. Man lernt also das Keyboard besser zu benutzen und es gibt ein gewisses Kult um die ganze Sache herum. Schon ganz wichtig. Okay,
bitte eintragen, einfach nehmt das einfach, wenn ihr es gesehen habt, und tragt das mit ein ins Pad für alle. Und damit man nicht suchen muss, schlage ich vor, oh, ich mache das einfach mal selbst. Rechts unten im Chat, das ist leider immer noch, es hängt. Das Ganze noch einmal. 60 da. Connecting, na, schon geht's, genau. Und dann tue ich das da hier unten rein in den Chat und dann hat das jeder. Und ihr könnt es dort rausnehmen. Ja, also bitte verfahrt doch ebenso, ja, wenn ihr gerade was seht, das macht die Sache schneller. Einer kümmert sich darum, dass er das für alle da hineinschmeißt. Und einer tut das irgendwo ins Pad noch hinein als Doku und dann kann ich einfach weitermachen. Ja? Wichtig ist, dass sozusagen Unterricht nicht nur zum Zuhören ist, sondern zum Mitmachen. Aber das wisst ihr wahrscheinlich eh. So. Cool. Ja, wenn ich mich jetzt einlogge auf der Serviette, auf der Kiste, dann läuft das so ein bisschen ab, um das mal kurz zu erklären. SSH ist Secure Shell, es macht also eine Verbindung und wie üblich geben wir einen Usernamen an, Add-Zeichen und einen Rechnernamen. In diesem Fall ist es die IPv4-Adresse und das sieht dann eben einfach so aus. Wir kriegen noch ein Fingerprint von dem Rechner und ist das der richtige? Und wir können das ja mal zusammen überprüfen. Zusammen, Christoph, kannst du uns diesen Fingerprint des Rechners bestätigen, dass der mit D3.3.6 beginnt? Nicht, dass jemand hier zwischendurch irgendwo ein Man- oder Host-in-the-Middle-Attack macht. Ja. Also, nicht, das sagt uns die magischen Worte an der Konsole oder der Serviette. Achso, ja. Ja, okay, ja, zum Nachschauen. Also steht in der Datei drin und so weiter. Gehen wir mal davon aus, wenn wir alle den richtigen selben haben, dann ist das immer noch vielleicht ein Angriff, den wir da obliegen, aber dann obliegen wir alle denselben Angriff und dann ist es ein super Angriff, der sich gelohnt hat und das wollen wir unterstützen. Ja? Also. Ein Serviettenangriff. Ja, ein Serviettenangriff, genau. Also, der Fingerprint, den ihr alle sehen müsstet, wenn ihr euch verbindet, das beginnt mit D3.3.6 und endet mit 9.5. Und auch das möchte ich jemand bitten, da ins Pad zu schmeißen. An dieser Stelle übrigens, wenn man das akzeptiert, kann man nicht nur einfach Return geben oder ein Y eingeben oder ein J funktioniert auch nicht. Hier ist es ein J. Man muss richtig Yes eintippen. Alle drei Buchstaben. The full thing. So. Und dann haben wir das, dann merkt es sich das irgendwie und da sehen wir auch schon so etwas, so ein achtzeichiges Ding. Ne, sieben, nano, aber gut, da kommen wir gleich mal drauf zurück. So, und jetzt bräuchte ich eigentlich nur ein Passwort. Jetzt nicht laut sagen, aber jede von uns braucht noch ein Passwort, um sich da einzuloggen. Und das ist genau das Ding, da müssen wir mal ganz kurz unterbrechen, auch die Aufnahme bitte. Und dann musst du uns mal ganz kurz so die Passwörter verteilen und dann haben wir uns alle eingeloggt und dann machen wir an der Stelle weiter. Ja? Wir sind unter meinem Namen einloggt, ja? Das ist gar nicht so. Ne? Das enthält einen Umlaut. Mut für alle. Ach, das ist nicht das Passwort, okay. Genau. Ah! Sehr schön. Genau, und mit Write müssten wir eigentlich auch noch lernen. Muss ich leider mal so ein bisschen unterdrücken. Aber ich mache das gerne. Ja. Wenn mehr Zeit ist, dann genau, alle die Dinger kennenlernen. Das ist vollkommen wichtig. Finde ich schon. Ja, warte mal. Achso, na gut. Reicht das auch? Also, okay. Genau, was ist jetzt eigentlich passiert? Also, ich habe mich. Achso, tun wir wieder weiter? Okay. Ah, okay. Also ich habe mich eingeloggt mit meinem super coolen Passwort und wie üblich meldet sich dann so die Message of the Day bei der ganzen Geschichte. Und was nicht Standard ist, ist die Nachricht hier von Matthias, die da kommt. Man kann also sich gegenseitig, sofern man es erlaubt, eine Nachricht aufs Terminal schreiben. Ja, also man sieht, der ist ja eingeloggt, dann kann ich dem da was draufschreiben. Kann natürlich sein, dass er einen Terminal-Multiplexer verwendet, dass man es nicht gleich sieht oder weggeht und ich glaube das, aber das ist so eine grundlegende Art der Kommunikation, wenn man sieht, ah, da ist jemand eingeloggt. Ja? Und der nächste Schritt wäre dann ein Multi-Write und dann gibt es einen White Talk, gab es noch,
Und dann geht es weiter und eigentlich landet es letztendlich bei erst dann Telnet auf einen Port und dahinter das ERC. Und wenn man es richtig haben will, nimmt man einen richtigen ERC-Client und ich empfehle IRC. So, das ist die Kurzversion. Genau, wenn man die Nachricht, da sind noch mehr Leute, logged on, logged off. Das neue Passwort ausprobiert, sehr gut. Ich bitte euch natürlich wie immer nach dem Login gleich das Passwort zu individualisieren. Also ihr habt eins vorgegeben bekommen, aber bitte, jetzt ist es euers. Und falls es jemand mitbekommen hat, das Passwort, dann sollte man nicht erlauben den anderen, dass sie, wenn sie es gehört haben, dass sich einloggen. Also bitte das Passwort ändern. Das geht natürlich mit PassWD. Ja. So. Erst einmal, wenn die Konsole offen wäre und jemand kommt vorbei, könnte er das Passwort ja ändern. Aber er braucht dazu natürlich das Passwort, was aktuell ist. Ja, das muss man schon mal eingeben. Und erst dann, wenn es richtig ist, kann man das neue eingeben. Und dann macht man das zweimal, um Tippfehler zu verhindern. Ja? Also noch jemand, der sich Herbert einguckt, weil ich mein Passwort nicht ändern. Noch einmal? Ist da noch jemand, der sich Herbert einguckt? Ja, ich. Was? Gibt es hier mehrere Herberts? Ja. Was? Sehr populärer. Ja, das ist natürlich, okay, das ist dann, das nenne ich mal einen unabsichtlichen Angriff. Gibt es mehrere Klaus? Auch nicht. Ne? Es kann nur einen geben, Schwert rausholen. Ja. Okay, dann brauchen wir noch einen User. Genau. Also wer von euch soll der richtige Herbert sein? Achso, ja. Dann hat der Herbert das geclaimed, ja, indem er rechtzeitig das Passwort geändert hat. Dann brauchen wir noch ein neues Passwort. Herbert, er? Ah, da muss aber der Christoph natürlich noch mal kurz tätig werden. Ja, das sind die lustigen Sachen, die also immer beim Workshop erst einmal passieren. Ja. Ich muss ein längeres Passwort auswählen. Ah, genau. Man kann nicht kurze Passworte eingeben. Was ausdenken. Okay. Also ich habe ein Passwort erfolgreich geändert und mittlerweile gibt es wieder Log-ons und Log-offs. Alles sehr schick. Ich sehe die da. Ja, warte mal. Seht ihr nicht? Ihr müsst mal ein bisschen neues Befehl eingeben. Also, das macht die Shell. Aber die Shell, die man setzen kann, dann wird mir über alle Logins informiert. Genau. Man muss aber einfach mal auch ein neues Befehl machen, wenn auch nur ein leeres. Ja? Einfach nur mal auf Return drücken, dann wird was ausgeführt. Aber es wird wieder gecheckt, hat sich was geändert an der Liste der eingeloggten Leute. Ja. Und natürlich, es gibt den Befehl Who. Der Who-Befehl. Ja, dann könnt ihr mal schauen, wer ist eingeloggt. Ja, meine ich. Schickomat. Ja? Noch eine Zwischenbemerkung. Also jedes Mal, wenn ich einen neuen Befehl mache, möchte ich eigentlich, dass ihr den sehen könnt ganz oben. Was immer ihr da in die Shell gerade eintippt, ja, da gibt es also das Kürzel Ctrl-L. Ja, das macht ein Clear. So, und der, das, was in der sogenannten Input-Line ist, ist weiterhin noch da. Das geht nicht verloren. Ja, also ich sehe immer wieder Leute, dass sie Zeile löschen und Clear eingeben. Das sind so viele Buchstaben und ein Return. Und dann haben wir in der History noch einen Befehl mehr. Und dann ist die Eingabe weg. Und sie wissen vielleicht gar nicht, dass man das wiederholen kann. Aber das sollte man eigentlich auch nochmal gelernt haben. Also Standard-Shell-Kurs lasse ich jetzt auch mal ein bisschen weg. Aber die Sachen sollte man lernen. Ja, Ctrl-L für euch auch selbst natürlich. Wenn ihr gerade mal, oh, das ist zu viel Zeugs auf dem Bildschirm, einfach mal Ctrl-L drücken. Ja? Ja, auch das vielleicht irgendwo als Reminder ins Textpad schreiben. Da gibt es ja noch mehr, aber das habe ich alles schon vorbereitet. Das müsst ihr nicht alles selber tippen. So, die Frage. Eine Frage, zum Beispiel, das mit der History.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich, bevor ich den Befehl wegschicke, sage, der soll eigentlich nicht an die History kommen? Genau. Die Shell merkt sich alle Befehle in der sogenannten History. Wie kann ich verhindern, dass da was landet? Es gibt verschiedene Switches. Der eine sagt zum Beispiel, wenn ein Befehl geringer ist als drei Buchstaben, also wie ein Copy oder Move oder so, dann wird es nicht aufgenommen. Es gibt auch eine Liste, die man anlegen kann von Befehlsnamen, die generell nicht angelegt werden sollen. Und es gibt dann noch, so eine Idee von wegen, man nimmt einen Doppelpunkt und schreibt dann den Befehl hin und das soll auch ignoriert werden. Genau am Anfang, wenn man ein Leerzeichen nimmt und dann erst den Befehl eintippt, dann soll es in die History nicht aufgenommen werden. Also es gibt eine ganze Menge Zeugs. Ja, generell, auch bei dieser Sache, wäre auch noch so ein Minikurs wert, dass man darüber redet, über die History, wie greift man darauf zu, wie filtert man sich was raus, wie speichert man das ab. Und wenn mehrere Shells laufen, dass die kooperieren und sich nicht gegenseitig die Datei überschreiben, wo sie sich die History merken, sondern dass es gemischelt wird. Ja? Das kann man alles einstellen und machen, hat Vor- und Nachteile. Und natürlich fragt man sich natürlich, manche Befehle möchte ich gar nicht, dass die da drin sind, wie lässt man die eben weg? Ja? Oder wie sichert man die History? Und man kann die History auch mit Timestamps abbilden, dass dann Timestamp vor dem Befehl ist, damit man genau weiß, wann das geistet wird. Das ist aber auch wieder vom Vorteil. Also alles hat Vor- und Nachteile immer eigentlich. Der Vorteil wäre, wenn man kollaboriert, ja, und man hat mehrere Leute, die auf eine Shell zugreifen und darüber Kontrolle übernehmen und der Nächste übernimmt die Schicht. Wer war es denn nun? Wer war schuld? Aber nicht nur, dass man sagt, immer Schuldzuweisung ist wichtig, sondern eigentlich man lernt daraus, wann wurden die Befehle abgesetzt und wann ist was passiert zum Beispiel, was korreliert zu den Logfiles, damit man zusammen eben auch lernen kann. Also ich sehe es eher als Hilfe erst einmal, als irgendwie, wer war es. Gut, Shell History, ich bitte um noch einen Eintrag da unten in den Ideen, das könnte man nicht auch mal machen. So, wenn man sich wieder einloggt, kommt dieser ganze Kram, ja, und man möchte ihn vielleicht nicht sehen, das kann man verhindern, indem man eine Datei anlegt und die heißt Hashlogin. Und wenn man jetzt schaut, gibt es das, und zwar .hashlogin. Ups, so, ja, gibt es die, dann kriegt man natürlich, gibt es nicht. Und nächste Sache, wenn man mit Touch, also anfassen Befehl auf eine Datei geht, die noch nicht existiert, dann wird sie erzeugt. Dann sieht das eben so aus, Touch. Und an dieser Stelle, ich habe in der letzten Zeile vorher, das letzte Wort ist ja schon der Dateiname, den ich haben will. Den will ich nicht nochmal tippen. Und dann drückt man einmal Escape und dann einmal einen Punkt. Und dann erscheint das letzte Parameter aus dieser Zeile. Und dann braucht man es nicht nochmal zu tippen. So. Jetzt habe ich es ausgeführt und jetzt gehe ich einfach nochmal Pfeiltaste 2 rauf. Da habe ich wieder meinen ls-Befehl, um zu schauen, gibt es die Datei? Und diesmal kriege ich natürlich eine Antwort, ja, die gibt es. Und die hat, da steht nichts drin, die ist halt null groß. Okay? Und an dieser Stelle gibt es, also, seid ihr soweit mitgekommen? Mal ganz kurz Feedback, wer ist so da, das soweit? Du musst auch noch rein. Bitte nochmal beim Klaus, Christoph melden. Christoph? Ja, der Klaus braucht noch einen Klaus. Ja. Genau. So, und der Effekt, um das nur mal ganz kurz zu zeigen, und ich hoffe, das stimmt dann auch, ich logge mich aus. Für alle, die noch Exit tippen, ja, ganz am Anfang der Zeile, wenn man noch nichts getippt hat und man drückt Ctrl-D, dann ist man auch ausgeloggt. Ja? Shell beenden auf die einfache Art. Also es gibt die 5 Zeichen tippen, Exit und mit Return, und es gibt die Ctrl-D-Leute. So, an der Stelle nochmal den Test. Ich logge mich noch einmal ein. Und siehe da, so soll es sein, wenn ich mich eingeloggt habe, habe ich nur eine Änderung vom Prompt, denn ich bin jetzt auf dem anderen Rechner und da läuft eine andere Shell und die identifiziert sich mit dem Hostnamen und ich bin auf der Serviette. Ja? Okay. So. Mitgekommen mit dem SSH soweit?
Ja. Notizen, 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 Grummel, Grummel. Was tut sich im Pad? Mal schauen, was tut sich im Pad? Ah, ja. Ah. Ja. Genau. Nochmal? Zeige ich nochmal, ja. Aber es ist halt. Gut, dann hoffe ich alle soweit da. Wie immer in dem ganzen Ding, wenn es gerade eine Frage gibt, hinein in den Chat oder hinein ins Pad. Die Anfrage sehe ich auch gerade so ungefähr, wie kommt man denn an die Serviette ran? Ja, das ist eine lokale Kiste. Und wir müssten es eigentlich hier hingeschrieben haben, da wo es unter Login steht. Genau, das ist die Adresse 192.168.101.224. Ja, an dieser Stelle haben wir die Macht natürlich des Internets. Sollte jetzt jemand zuhören und das Ganze wäre gestreamt, und dann bräuchten wir natürlich eine Erreichbarkeit auch von außen. Ach so, weit's WLAN nicht, ja, das ist, genau. Also wenn es im WLAN gerade steckt, das ist ein anderes Netz. Und das ist, also, dann ist die Adresse 192.168 natürlich eine andere. Und ihr müsst euch schon verbinden. Wenn ihr euren eigenen Laptop dabei habt, dann empfehle ich euch, an eurem Sitz ein Kabel abzuziehen von dem Rechner davor und damit zu verbinden. Dann seid ihr also in dem Kabelnetz. Ja? Ja, für. Ha? In die Richtung geht schon. Ja. Ja? Ach so, okay. Das, ich dachte, das ging nicht. Okay. Gut, dann hoffe ich, hat jeder ein Login, jeder ist eingeloggt, davon gehe ich mal aus. Ich schalte wieder zurück und die Frage war gerade, wie schreibe ich jemandem was? Gucken nochmal mit Who nach, wem könnte ich was schreiben? Ja, und der Befehl, um was zu schreiben, ist einfach write. So heißt er. Und wir nehmen jetzt mal, mit wem könnte ich da mal, da kommt schon noch mal was von Michi 1 von der Serviette. Hallo, genau. Wir sehen übrigens, dass das Hallo da ist und dann nichts weiter dahinter, leere Zeilen. Erst wenn die Verbindung wieder geendet wird, kommt da ein EOF, ein End of File. Das ist noch nicht der Fall, aber es ist nur auf meinen Terminal geschrieben. Mein eigenes Shell ist immer noch da und leer und wenn ich Return mache, habe ich gerade einen leeren Befehl gemacht und ich komme wieder zum sogenannten Prompt, bei dem ich schreibe. Aber Achtung, der Mensch schreibt immer noch auf mein Terminal. So, right? Michi 1, so schaut es aus. Und dann, der ist nicht eingeloggt. Nunu, hat er sich vertschüsst? Ah, das. Er schreibt mit Wall an alle. Ah, ja, ja. Aha, gut. Jetzt. Ich sehe keine Bestätigung, aber durch den Befehl schreibe ich. Ich bin also in dem Befehl und kann jetzt was sagen. So, das sollte er sehen. Hat er es gesehen? Ist es wirklich angekommen? Wissen wir nicht. Es gibt keine Fehlermeldung. Es geht da was rüber. Wir wissen nicht, ob er es gesehen hat. Und ich beende das Ganze wieder mit Ctrl-D am Anfang. So. Und dann bin ich weg und auf seinem Bildschirm müsste jetzt ein EOF zu sehen sein. Mittlerweile gibt es wieder Logins, Logoffs. Die Shell hat das bemerkt und sie sagt uns darüber Bescheid. Wenn jetzt jemand mehrfach eingeloggt ist unter dem Usernamen, ja, dann sieht er das auf dem einen Terminal, aber auf dem anderen vielleicht nicht. Wenn ich das Terminal aber weiß, auf dem er richtig hinschaut, dann kann ich das mit angeben bei dem Befehl. Und dazu brauche ich die Angabe von dem da, von dem sogenannten Pseudo-Terminal, glaube ich heißt es, ne? PTS. Das sind die Angaben von diesen Dingern. Welches habt ihr gerade vor der Nase? Vielen Dank für diese Frage. Das lässt sich feststellen mit dem TTY-Befehl, mit dem Teletype.
Ja? Die Fernschreiber, der Fernschreiberbefehl. Also alles ist noch so von Dunnemals irgendwie. Ja, das ist natürlich wieder ein Device, ein Dev PTS 6. Auf dem bin ich. Darüber könnt ihr mich direkt anschreiben. Und dann gibt es eben noch den Befehl, wie erreicht denn vielleicht alle? Ich bin der Administrator, ich muss den Leuten sagen, verdammt noch eins, wir müssen die Kiste rebooten, bitte loggt euch aus, bitte speichert aus eurem Programm, was ihr gerade da habt. Und wie schreibt man dann alle? Und das ist der Write-All-Befehl und der heißt dann Wall-Befehl. Ja? An dieser Stelle müsst ihr aber mal das Manual lesen, Manwall, es ist 10 Uhr. So. Das ist eigentlich so, sogar unabsichtlich, aber das erinnert mich daran, mein Professor hat immer gesagt, wir können über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Und deswegen machen wir jetzt einfach an dieser Stelle mal eine Pause. Ja. Und ihr könnt in der Zwischenzeit noch das Man lesen oder euch gegenseitig was schicken oder der Klaus sagt, interessiert sich jemand für passwortloses Login per SSH? Ja, das steht mit auf der Liste so ungefähr, sollten wir vielleicht auch noch machen. Ah, so wird es gemacht, da steht auch schon die Anleitung. Das ist vor allem sicherer als mit Passwort und man muss sich kein Passwort mehr merken. Genau. Also als Ausblick noch ungefähr nach der Pause sieht es so aus, wir generieren uns noch einen Key, mit dem können wir uns einloggen. Bei dem Key können wir unsere eigene Passphrase angeben. Wir müssen also nicht das Login auf der Kiste uns merken. Auch der böse Administrator kann es auch ändern, aber wir können per Key uns einfach einloggen. Der Key kann als Passwort insbesondere einfach ein leeres Passwort haben. Man ist also einfach eingeloggt und das geht in einem Rutsch. Und dieses ganze lange Konstrukt von Befehl werden wir noch mit einem Alias abkürzen. Und wie immer bei mir im Kurs, wir tun das auf einen einzigen Buchstaben abkürzen, damit wir nicht so viel tippen müssen. Ja? Also man muss aber immer noch einen Buchstaben und einen Return eingeben. Das sind zwei Zeichen. Wir werden das auf anderthalb verkürzen. So, danach erstmal Pause 5 Minuten, Input, Output und dann geht's weiter. Ja?